Ost-Berlin 1981. Ein makaberer Prozess. Der Angeklagte, ein Stasi-Hauptmann. Der Vorwurf, Verrat und Fahnenflucht. Niemand draußen in der Stadt weiß davon. Werner Teske redet vor Gericht um sein Leben. Wir möchten Ihre Personalien feststellen. Ihr voller Name lautet wie? Mein Name ist Dr. Werner Teske und Ihr zweiter Name Siegfried. Wann sind Sie geboren? Ich bin am 24. April 1942 in Berlin geboren. Ja, Ihr Familienstand? Der Familienstand ist verheiratet. Es gibt eine Tochter. Das möchten wir jetzt nicht wissen. Ihre Staatszugehörigkeit? Staatszugehörigkeit ist DDR. Teske droht die Todesstrafe. Der Prozess vor dem Militärstrafsenat des Obersten Gerichts ist sogar für seine Kollegen geheim, doch er wird auf Tonband mitgeschnitten. Der Staatsanwalt verließ die Anklage. Der ehemalige Angehörige des Ministeriums für Staatssicherheit, Dr. Teske Werner, wird angeklagt, vorbereitete und vollendete Spionage im besonders schweren Fall in Tateinheit mit vorbereiteter Fahnenflucht im schweren Fall begangen zu haben. 9 Monate vor dem Prozess wurden Teske und seine Frau verhaftet. Was der Vater durchmacht, erfahren Frau und Tochter nicht. Also überschüttet mit Fragen habe ich meine Mutti eigentlich nicht, weil ihr Zustand war auch nicht so das seelische Zustand, dass man gesagt hätte, wir waren froh, dass wir uns wieder hatten. Ich habe sie dann flüsternd leise mal gefragt, wo ist dein Papi? Und da sagt sie, ich weiß es nicht. Wer war Werner Teske? Der Familienvater, der Mann, der der Stasi diente und von der Stasi zum Staatsfeind gemacht wurde. Werner Teske, 1942 geboren, wächst in Berlin auf. Seine spätere Frau lernt ihn schon früh kennen. Das zeichnete ihn auch aus. Er ist ein sensibler Mensch gewesen. Er war nicht so, dass er jetzt auffallen wollte. Aber es war ein Typ, der auf jeden Fall auffiel. So, wenn man ihn erlebte, wie er sich gab und wenn man ihn anguckte, dann sah man ihm an, dass er eben kein dummer Mensch ist. Nach einem guten Abitur studiert Werner Teske Finanzökonomie an der Humboldt-Universität. Auch hier fällt er durch seine Leistungen auf. Nach dem Diplom wird er gleich als Assistent übernommen. Er beginnt eine Universitätskarriere und promoviert 1969. Der frisch gebackene Doktor der Wirtschaftswissenschaft hat mehrere Angebote für eine Laufbahn. Da meldet sich die Stadtsicherheit. Der Geheimdienst der DDR sondiert regelmäßig alle Hochschulabsolventen, wie auch der Physikstudent Werner Stiller erfährt. Das war sogar innerhalb des Physikalischen Instituts bekannt, dass jedes Jahr die Staatssicherheit kommt und vor allem unter den Genossen siebt, wen sie denn gebrauchen können. Wobei in die Zentrale, das ist dann der nächste Schritt. Normalerweise müssen sie als IM eine lange Bewährungsphase durchlaufen, die habe ich auch durchlaufen, ehe sie für die Zentrale in Betracht kommen. Die Stasi will Teske, bisher IM, jetzt als hauptamtlichen Mitarbeiter. Doch er hat auch Angebote von Universität und Außenhandel. Im späteren Prozess schildert er den Druck der Genossen. Ich hatte die Dinge angeführt, dass ich mich an der Universität wohlfühle, die Absicht habe, meine Dissertation zur Habilitation auszubauen. Und ich hatte eben meine Bedenken und mir mehrfach Bedenkzeit erbeten. Und daraufhin wurde mir dann an einem Tag gesagt, dass ich weder an der Universität bleibe, noch zum Außenhandel gehe. Und daraus, und das ist beispielsweise auch eine Frage meiner Unsicherheit, ich habe das so gewertet, dass mir persönlich gar keine andere Wahl blieb und habe dann Ja gesagt. Und da wurden mir also die Zusicherungen gemacht, dass diese Möglichkeit der Habilitation besteht, da das Ministerium eine eigene Hochschule hat. Und ich habe dann zugesagt. Wir haben geschworen, das Glück zu bewahren, den Staat, die Partei gegen alle Gefahren.
Werner Teske gibt dem Druck nach und wechselt als Offizier in eine sehr andere Arbeits- und Lebenswelt. Das Ministerium für Staatssicherheit feiert 1969 gerade sein 20-jähriges Jubiläum. Zu der Zeit war er der einzige Promovierte in der Abteilung, dadurch schon ein bisschen herausragend, sportlich, aber eher nachdenklicher Typ, was nicht so hundertprozentig in die Geschichte reinpasst. Denn wenn einer anfängt zu grübeln, dann ist er schon fast automatisch ein Systemkritiker. Das Ministerium für Staatssicherheit unter dem Chef Erich Mielke ist geprägt von alten Kämpfern und treuen Parteisoldaten. Mielke pflegt einen sehr eigenen Stil. Akademiker waren eigentlich im Ministerium für Staatssicherheit überhaupt nicht beliebt, also halt nicht beliebt bei der Führung. Also Mielke stellte ja immer den Arbeiter General heraus und verbot auch überhaupt das Führen von Titeln im Postverkehr, also durfte kein Doktor auftauchen. Und er hat dann auch sich lustig gemacht, zum Teil über Doktoren. Und nur als Beispiel, er sagte, der Herr Doktor Oberst sowieso, soll man den Arbeiter Mielke in Berlin anrufen? Also er spielte dann auch mit dieser Diffamierungsabsicht. Der neu angeworbene Offizier trifft seine Jugendliebe wieder. Man sah ihm an, dass er irgendwas Besonderes macht und auch bisher vielleicht auch schon vollbracht hat. Keine Jeans, ein Mann, der eben im Anzug und im dunkelblauen Mantel, das wirkte für mich damals, ich war ja noch jung, also das hob sich dann so von dem ab, was mich bisher als Mann begleitet hat. Er fiel da völlig aus dem Rahmen, auch von der ganzen Art. Der war sehr charmant und die Cafés und Gaststätten eigentlich, die wir aufsuchten, das waren also Nobelgaststätten, also das gefiel mir natürlich besonders gut. Das beeindruckt einen ja mit jungen Jahren doch sehr. Und eben immer eine Blume. Man heiratet sehr jung und recht schnell in der DDR. Auch dieses Paar will es so halten. Nach dem halben Jahr waren wir uns einig, wir würden also so schön, wie man sagt, den Rest unseres Lebens gemeinsam verbringen wollen. Doch ein Mitarbeiter der Staatssicherheit darf nicht einfach heiraten, wen er will. Er braucht eine Genehmigung seiner Behörde. Mein großes Makel war, ich hatte eben vor ihm einen Freund, der aus West-Berlin ständig einreiste. Und das war natürlich den Genossen der Staatssicherheit bekannt. Und das war eben der schwarze Fleck, den ich dann trug und ich auch nicht Mitglied der Partei war. Und weil dann also diese Genehmigung so gut wie nicht erteilt wurde, hatte mein Mann sich dann entschlossen, aufgrund der Familie, die er gründen wollte, doch dann das Ministerium zu verlassen und weiter wissenschaftlich zu arbeiten. Doch schließlich geben die Genossen nach. Und die junge Ehefrau trifft unvorbereitet auf das eigentümliche Leben der Geheimdienstler in der HVA, der Hauptverwaltung Aufklärung. Ein Leben ohne großen Freiraum. Man wurde also nicht nur überwacht ständig, sondern man wurde auch eben reglementiert. Die Verwandten wurden abgeklemmt, möglichst. Die Bekannten wurden vorgeschrieben. Also diese totale Überwachung durch die Firma hat natürlich auch viele in die Einsamkeit und auch in den Alkoholismus zum Beispiel getrieben, weil ja, man war eben immer nur unter sich, also das war also auch so erwünscht. Ein großer Teil der HVA-Leute lebten in HVA-Blocks und dann hatten sie automatisch ihr Umfeld. Wir haben also am Wochenende alle zusammen Autos geputzt und hatten Bierkasten daneben stehen. Und die Frauen, die haben irgendwo zusammen gesessen und hatten den Rosenthaler Kadaka auf dem Tisch. Man lebte praktisch in seiner eigenen Soße. In Teskes Nachbarschaft wohnen zwar viele MFS-Mitarbeiter, aber auch noch andere Leute. Die vierjährige Tochter, die die Frau mit in die Ehe bringt,
akzeptiert den sensiblen Werner Teske schnell als Vater. Und sie lernt, was sie anderen sagen soll. Meine Eltern haben immer zu mir gesagt, wenn dich jemand fragt, wo dein Vater arbeitet, dann antwortest du im Ministerium des Innerns. Und wer damals in der DDR gewohnt hat, der wusste, dass man da nicht weiter nachfragt. Teske arbeitet in einer besonderen Abteilung von Erich Mielkes Geheimdienstapparat, in der Hauptverwaltung Aufklärung unter Markus Wolf, zuständig für Auslandsspionage. Ja, Frau war die Elite. Das ist klar. Jeder war neidisch. Und wir haben in einer gewissen Weise auf die anderen herabgeschaut. Und die haben das natürlich auch gemerkt. Und Mielke war ja nicht unbedingt pro HVA. Er konnte nichts gegen den Wolf unternehmen, weil Wolf war an der langen Leine von Moskau. Und das wusste Mielke, dass er das wirklich nicht konnte. Er hat uns natürlich auch gedrückt, wo er nur konnte. Bei jedem Staatsbesuch standen wir an der Straße. Für alle einsehbar, aha, hier steht die HVA. Also das hätte ein normaler Mensch nie gemacht, dass ich meine Mitarbeiter an der Straße zum Abfotografieren aufstelle. Traditionell kümmert sich die Auslandsspionage um Politik und Militär. Werner Teske gehört jedoch zum Sektor Wissenschaft und Technik. Diese Abteilung ist zuständig für die Beschaffung wissenschaftlicher und technischer Informationen aus dem Westen, auch mit Hilfe von Agenten vor Ort. Jenseits der Staatsgrenze liegt das Operationsgebiet von Teskes Abteilung. Die Quellen im Westen arbeiten meist aus Überzeugung für den sozialistischen Geheimdienst. So wie einer, der bis heute nicht erkannt werden will. Also das war ja gerade das herausragende Merkmal der DDR-Aufklärung insgesamt. Also ich sag mal so, hohe Professionalität in der operativen Arbeit und der Führungsqualität einerseits und der sehr tief gelebten und tief empfundenen, ehrlichen, persönlichen Einstellung zum gemeinsamen Ziel der Erhaltung des Friedens und damit zu den Quellen im Operationsgebiet. Teskes Wissenschaftssektor soll durch Spionage im Westen vor allem der veralteten und maroden DDR-Industrie auf die Sprünge helfen. Investitionen in Forschung und Entwicklung können eingespart werden, wenn man die fertigen Ergebnisse im Westen besorgt. Das ist das Kalkül. Doch auf lange Sicht bleiben so eigene Fähigkeiten unentwickelt. Der Rückstand wird immer größer. Die hingen dann zum Schluss wieder heroinsüchtig an der Spritze, hingen die am SWT und haben ihre eigene Arbeit vernachlässigt. Und waren dann zum Schluss so schlecht geworden, dass sie nicht mal mehr nachbauen konnten. Werner Teske ist anfangs der strebsame junge Mann. Vor Gericht betont er seine Verdienste. Diese Einstellung, arbeitsmäßige Erfolge zu erzielen, war bei mir auch vorhanden. Und also auch der echte Wille. Und es ist ja nicht so, dass ich nichts getan habe. Und es führte ja dann auch insbesondere bis zum Jahre 75 durchaus zu Erfolgen. Sie haben die Verdienstmedaille der NVA bekommen? Ja, in Bronze und in Silber. Bronze und Silber. Teske gilt als vertrauenswürdig und darf zu Sportereignissen in den Westen reisen. So begleitet er die Fußballer der DDR 1974 zur WM in die Bundesrepublik. Ich habe ihn 1974, als ich selbst in Gelsenkirchen zur Weltmeisterschaft war, war er auch dort. Und er war wohl länger dort und wir sind auch mit irgendeinem Mercedes rumgefahren. Also wenn er abhauen hätte wollen, dann hätte er das da gekonnt. Also scheinbar nicht, aber er hatte ja auch Familie. Er war niemand, der so aus sich richtig herausging. Was mich allerdings wundert, er war offensichtlich die ganze Zeit dort und hat dann mit diesem Mercedes einen Kavaliersstart hingelegt. Wissen Sie, was das ist?
so schnell anfahren, dass die Türen zufallen. Dachte ich mir, das ist aber ein komisches Verhalten für einen Staatssicherheitsoffizier. Am Ende kehrt Werner Teske wieder zu seinem Schreibtisch zurück. Und zu seiner Familie, an der er sehr hängt. Also es war von Anfang an sehr zart und sehr feinfühlig und sehr harmonisch. Und da hat sich auch in der Pubertät nichts dran geändert. Er war nie aufbrausend, nie verärgert, sondern eher immer sehr verständnisvoll, sehr unterstützend, sehr bewundernd für Dinge, die ich gemacht habe. Also ich kann mich an ganz wenige Situationen erinnern, wo er sich wirklich mal mit mir auseinandergesetzt hat und gesagt hat, das geht so nicht. Eigentlich ging es immer so. Für seine Familie ist Werner Teskes Arbeit aufregend. Er verschwindet in konspirativen Wohnungen und bringt Westwaren nach Hause. Für mich war das nur ein abenteuerliches Leben, was er schilderte. Er kam mal nachts, kam mal am Tage, mal war dann eben für 4-5 Tage nicht da. Und das machte ihn noch interessanter. Wir waren jung und er hat das nicht so als bitteren Ernst genommen. Es war eben klar, wenn mir Kaffee fehlte, ich gehe dann mal schnell nach West-Berlin und gehe Kaffee kaufen. Und das war es dann auch. Der kam auch wirklich wieder. Ob er nun nach West-Berlin ausgereist ist oder ob er bloß bis zum Intershop gefahren ist, manchmal die Geschichten so zusammengesetzt hat, damit es noch ein bisschen interessanter wirkte, das kann ich nicht sagen. Gegenüber ihren eigenen Kollegen demonstrieren die Stasi-Mitarbeiter eine ideologisch saubere Lebensführung. Alle Mitarbeiter des Ministeriums bzw. der Sektion, wo er dazugehörte, hatten ja bestimmtes Geld, um im Intershop einzukaufen. Und es wurde bei allen. Also es wurde der Remy Martin getrunken, es wurde der Westkaffee getrunken, es wurden die Westzigaretten geraucht. Das endete zu solchen Einladungen mit Mitarbeitern, die uns besuchten, die wir besuchten. Dann endete all diese westliche Welt an der Wohnungstür. Es wurde gleich von vornherein vorgeschrieben, also die Kette aus dem Intershop nimmst du nicht um. Du rauchst heute Abend also die üblichen Club. Ein gesellschaftlicher Höhepunkt der Firma ist die jährliche Feier des Gründungsjubiläums. Stasi-Chef Mielke gestaltet die Feste nach seinem Geschmack. Mielke selbst hielt einen Hof, in dem er dann also mit seiner Gattin dort also tanzte und alle Leute anflaumte. Es war ja auch ein kleiner Mensch, aber so bauernhaft jeder Dame, die dann, wo er jetzt wusste, da hat er eine Auszeichnung an dem Herrn vorgenommen, die Dame dazu. Also wurde ja dann ihm auch präsentiert, jovial auf den Hintern zu klopfen. Das gehörte einfach so tüpelhaft dazu. Das fand ich nicht witzig. Werner Teske fühlt sich immer unwohler im Kreis seiner Kollegen. Sein Interesse an ihren Vergnügungen ist gering. Die soziale Kontrolle empfindet er zunehmend als Last. Sie hatten die Vorstellung, dass wir uns genauso in ihre Gemeinschaft einleben würden, wie sie das mit allen ihren Mitarbeitern gemacht haben. Dass mein Mann das von Anfang an abgeblockt hat und nicht den Kreis pflegte, das ist ihnen wahrscheinlich erst später so aufgefallen. Wir sind also nur zu Pflichtbesuchen dann gegangen. Die ersten 5 Jahre haben seine Vorgesetzten an Werner Teskes Arbeit nichts auszusetzen. Er gilt als erfolgreich. Auch Teskes Umgang mit dem begehrten Westgeld erregt keinen Anstoß, obwohl er, wie viele Kollegen, mal ein wenig privat abzweigt. Er hält sich an die Regeln und Rituale der konspirativen Arbeit, doch er bleibt für sich. Wenn man anfing, als Außenseiter zu gelten und als Eigenbrötler, das wurde registriert. Sie hatten dann nicht unbedingt, war damit ihre Karriere zu Ende, aber und ich war ja dann noch selbst Parteisekretär, dann hat man sich schon mal gesagt, was ist denn eigentlich mit dem los? Werner Teske begreift allmählich, dass die Versprechungen einer wissenschaftlichen Karriere im Ministerium nie ernst gemeint waren. Seine Enttäuschung betont er auch im Prozess. Da gewann die Unzufriedenheit die Oberhand. Sie wurde zum dominierenden Teil. Er hatte ja ein Ziel. Er wollte habilitieren und wollte eine Professur haben, und zwar für die damalige Schule des Ministeriums für Staatssicherheit in Potsdam für Staat und Recht. Und für dieses Ziel hat er sich sehr eingesetzt, engagiert und auch sehr gute Leistungen in der Führung mit BMs
die ja für ihn als Übergangslösung nur vorgesehen waren, auch gearbeitet. Aber er hat gemerkt, er kriegt diese Entwicklung, die er eigentlich sich vorgestellt hat, mit Eintritt in das Leben der Staatssicherheit, dass die Entwicklung nicht ist, sondern dass er weiter eigentlich für die Wirtschaftsspionage vorgesehen ist. Ein ganzes Leben in dieser Atmosphäre? Werner Teske steckt in einer Sackgasse. Der Weg zurück scheint undenkbar. Man war gebunden durch alle möglichen Befehle und Weisungen, also an die Funktion, die man hatte. Und man konnte, wie gesagt, weder kündigen noch überhaupt sich also davon stehlen. War also unmöglich, das ist schon richtig, war schon lebenslänglich, diese Berufung. Vor Gericht legt Teske seine Verzweiflung offen. Da sprechen wir mal klar. Die Lust ließ nach. Die Lust ließ nach, ja. Es kamen Oberflächlichkeiten vor. Ja. Oberflächlichkeiten entwickelten zu dienstlichen Verfehlungen. Dienstliche Verfehlungen führten zur Unehrlichkeit. Jawohl. In der Arbeit. Jawohl. Es gab keine Offenheit mehr und damit Unehrlichkeit. Und Voraussetzungen für einen Erfolg in der operativen Arbeit? Sind das Voraussetzungen? Nein, das sind keine Voraussetzungen, sondern Voraussetzungen sind eben Ehrlichkeit, Vertrauen, offenes Auftreten. Ja. Doch die Selbstanklage im Prozess wird ihm nicht nützen. Teskes Lebenskrise wirkt sich Mitte der 70er auch auf die Familie aus. 76, 77 ist mir das dann aufgefallen, dass er sich eigentlich doll verändert hatte. Aber das eigentlich bis dahin immer noch sehr gut überspielt hat. Aber dann kam die Zeit des Trinkens auch, was mir dann also wirklich missfiel und was dann also auch richtig zur Trunkenheit immer führte. Wo man dann sagt, also es ist ein typisches Anzeichen für einen Alkoholismus, wo Flaschen versteckt wurden in Kleiderschränken. Oder er saß eben noch abends nüchtern vor mir beim Fernsehen und verschwand in der Toilette und kam wieder und dann war der Rattentuten dicht. Sicher, sie waren auch immer noch ausgelassen und hatten schöne Stunden, aber es war schon eher angespannt. Das hat man daran gemerkt, dass sie miteinander nicht mehr so viel gesprochen haben. Jeder hat so ein bisschen für sich gesessen, auch abends, wenn wir dann zusammengesessen haben. Ist nicht mehr viel geredet worden und auch danach die Zeit, also jeder hat seinen Stuhl gehabt und ist auf dem sitzen geblieben und hat auch keine Blickkontakte, keine Späße, keine große Fröhlichkeit mehr miteinander. Ich habe das Problem dann anders gelöst. Ich bin aus der Ehe ausgebrochen. Ich habe mir also einen Freund gesucht, der, mit dem ich dann das Alkoholproblem besprechen konnte. Und als die, wie das so schön ist, als die große missverstandene Ehefrau. Und der war auch wieder ein bisschen aufregend, weil ich ja konnte ja nicht so ohne weiteres von zu Hause dann weggehen. Aber mein Mann hat mir ja auch geglaubt. Ich muss mal sagen, er hat mir, das ist eigentlich nicht schön, wenn man das so jetzt sagt, er hat mir wirklich blind vertraut. Und es war eigentlich auch keine schöne Reaktion von mir jetzt nur zu sagen, also dann mach du dein Suff. Und ich mache mir ein paar schöne Stunden. Spannungspolitik wird dabei die Geste des guten Willens hervorgehoben. Die Ehe steckt in der Krise. Die wissenschaftliche Karriere ist in weite Ferne gerückt. Werner Teske spielt in Gedanken die letzte Alternative durch. Neuanfang im Westen. Auf dem Bahnhof Friedrichstraße, dem wichtigsten Übergangspunkt zwischen Ost- und West-Berlin, hält sich Teske regelmäßig auf. Hier übergeben die Agenten aus der BRD konspirativ ihr Material. Also auf dem Bahnhof Friedrichstraße, quasi noch auf der westlichen Seite vor dem Grenzübergang, habe ich meine Tasche und meinen Koffer an einer Gepäckaufbewahrung abgegeben und dafür einen Gepäckaufbewahrungsschein bekommen. Mit dem Schein ist dann später im Laufe des Tages einer der Führungsoffiziere dorthin und hat die Sachen abgeholt. Der Bahnhof Friedrichstraße. Für Agentenführer wie Teske ist er das Tor zum Westen. Der Zutritt vom Osten ist streng reglementiert, die Anlage gut überwacht, aber es gibt unübersichtliche Nischen. Ja, es ist tatsächlich so gewesen, dass der Bahnhof Friedrichstraße mit seinem Diensteingang
der ja nur betreten werden konnte mit Ausweis, mit Berechtigungsschein und extra vereinbarten Geheimzeichen, dass der natürlich das Tor zur Welt war. Und ich glaube schon, dass so manch einer versucht war, zumindest darüber nachzudenken, wie es denn wäre, wenn... Teske spielt die Fluchtmöglichkeiten für sich und seine Familie theoretisch durch und fühlt bei seiner Frau vor. Lass uns doch in den Westen gehen. Ich könnte an der Akademie Bad Harzburg arbeiten. Ich hätte mich da auch schon erkundigt. Und wir könnten ja mit Diplomatenpässen ausreisen. Ich kann uns die besorgen. Er hat mir das versucht zu erklären, dass das kein Problem wäre. Er würde doch auch ständig hin und her gehen und keiner würde uns großartig kontrollieren. Und das war eigentlich der größte Fehler, den ich wahrscheinlich begangen habe. Nicht mehr so strikt auf ihn einzugehen, sondern zu sagen, jetzt machen wir sowieso nicht, wir reisen nicht aus. Aber schon solche Gedanken sind gefährlich. Stasi-Chef Mielke kennt keine Gnade für Verräter. Lass uns wirklich hier in diesem Kollektiv wirklich schwören, dass wir gegen jede Verletzung der Gesetzlichkeit in unseren eigenen Reihen ankämpfen. Das ist die wichtigste Sache, dass wir die Menschen hier nur unter Kontrolle halten. Wenn wir nicht gerade jetzt hier in der DDR wären, ich würde euch das ganz ehrlich sagen, damit der Westfindig wäre, so in der glücklichen Lage wie die Sowjetunion, dann würde ich ein Jahr schießen lassen. Kurzen Prozess machen. Die Drohung kennt jeder im Ministerium für Staatssicherheit. Als wir Offiziere dann ihren Eid leisteten, war völlig klar, dass also Verrat ist Todesstrafe. Dennoch beginnt Werner Teske ab 1976 dienstliches Material mit nach Hause zu nehmen. Akten und Notizen, die nach einer geglückten Flucht für gegnerische Geheimdienste interessant sein könnten. Eines Tages, vor einem Termin auf dem Westteil der Friedrichstraße, bereitet Teske alles für den Absprung vor und macht dann einen Rückzieher. Ich hatte ja auch noch von einem Konto Bargeld hingelegt und hatte einen Abschiedsbrief geschrieben. Und ich habe dann einen Tag später diese Fahnenflucht erst einmal verworfen. Mir klagte, ist das allerdings so, dass Sie in Ihrer Aussage vor dem Untersuchungsorgan sagten, ich hatte auch nicht das MFS zurückgehalten, in der DDR zu verbleiben. Das war ausschließlich meine Familie. Ja, die Bindung an meine Familie war das Dominierende. Während Teske zögert und bei der Familie bleibt, handelt 1979 Werner Stiller. Er bricht im Dienstgebäude in einen Stahlschrank ein, fälscht das Formular für den Zugang zur Friedrichstraße und fährt mit der S-Bahn in den Westen. Stiller weiß, was er riskiert, wenn die Flucht scheitert. Ich habe selbst unter der Prämisse gelebt, ich gebe ihnen keine Gelegenheit, mich lebend lernen zu kriegen. Also als es dann heiß wurde, hatte ich meine Pistole bei mir. Und ich hätte auch ohne Zögern abgedrückt auf mich selbst. Weil ich wusste, dass ohne dass ich alles gestehe, ist diese Untersuchung nicht zu Ende. Und wenn ich mich nur irgendwie weigere, dann ist es klar, dass die Folter gekommen wäre. Minister Mielke tobt. Sein Apparat ist in Aufruhr. Stiller soll gefasst werden. Mit allen Mitteln. Doch der ist schon im Westen und verrät dort mehrere Agenten. Und so kam nun völlig überraschend aus der Drehung diese Mitteilung plötzlich. Da ist also ein wichtiger Offizier verschwunden. Er wurde zunächst mal tagelang gesucht, weil man nicht gleich wusste, also sofort, dass er im Westen war. Und dann war also eigentlich totale Kopflosigkeit im Hause. Also dann gab es plötzlich also Sicherheitsmaßnahmen, die vorher überhaupt nie jemand kennengelernt hat. Da wurden Leute plötzlich ausgetauscht über Nacht, also leitende Mitarbeiter. Und war eine große Verunsicherung dann im Hause eingetreten, die also fast zur Lähmung, totalen Lähmung der eigentlichen operativen Arbeit führte. Die Kontrollen werden verschärft. Der einfache Weg über die Friedrichstraße ist für Werner Teske versperrt. Und dann habe ich ihm natürlich einen Bärendienst erwiesen, als ich plötzlich weg war und dann alles auf den Kopf gestellt wurde. Nun hypothetisieren wir mal. Er ist in der Vorbereitung eines solchen Schrittes, ist schon ein paar Schritte gegangen
Und dann kommt ihm jemand zuvor und macht die Lösung seiner ihm selbst gestellten Aufgabe nahezu unmöglich. Werner Teske, gerade 37 Jahre geworden, sitzt fest. Wegen falscher Dienstreiseangaben wurde er schon getadelt. Irgendwann werden sein Alkoholkonsum und seine Devisenunterschlagungen auffallen. Ein neuer Vorgesetzter stellt schon kritische Fragen. Aber noch immer schleppt er scheinbar plan- und ziellos Unterlagen nach Hause. Die Dokumente, die er zu Hause hatte, die habe ich so aus meiner Sicht dann so gesehen, wie jeder mal ein bisschen Arbeit mit nach Hause gebracht hat. Dass das immer mehr wurde, das ist mir eigentlich nicht so aufgefallen, da er einen Teil dieser Unterlagen auch in unserer Waschküche gestapelt hat und die so als die Rümpelraum diente. Aber schon die Akten nach Hause zu nehmen, ist Stasi-Offizieren verboten. Doch Teske lässt die Dinge laufen und handelt ohne die letzte Konsequenz. Das war, glaube ich, sein größter Fehler. Ihm fehlte die Überzeugung. Der war schwankend scheinbar und ist dadurch auch schlampig geworden. Ich glaube nicht, dass er unterschlagen hat, sondern hat einfach nicht mehr aufgepasst. Eines Tages, Anfang September 1980, wird der Stasi-Offizier plötzlich von den eigenen Kollegen zu Hause abgeholt. Dann standen seine Mitarbeiter vor der Tür und erklärten mir, du, wir müssen den Werner mitnehmen. Wir müssen dringend etwas klären. Und nach zwei Tagen kam er nicht wieder. Na gut, dringend klären, also zwei Tage. Dann kam jemand von seinen Mitarbeitern und sagte, dass er eben Hemden und Wäsche braucht. Werner wäre im Ausland. Gut. Auch das nahm ich ja zur Kenntnis, war mir also auch nicht neu, dass er irgendwas brauchte zum Anziehen. Das habe ich denen auch mitgegeben. Und dann verging eigentlich so noch mal eine Woche, bis ich dann ins Bild gerückt wurde. Nun wird auch Sabine Teske verhaftet. Für Tochter Jana, inzwischen ein Teenager, kommt die neue Situation völlig überraschend. Ich kam eigentlich zurück. Und hatte mich schon gewundert, dass der rote Wartburg vor der Tür stand, in dem dieser Kollege von meinem Vater, den ich auch sehr gut kannte, saß. Aber er hat mich nicht gesehen. Und also ich wusste genau, dass ich nicht zu ihm hingehen sollte und ihn jetzt öffentlich mit Handschlag begrüßen soll, sondern bin eigentlich an ihm vorbeigegangen, so wie es mir vorgestellt hat, wie man es auch erwartet. Bin also die Treppe hochgegangen und er ist mir auch nicht hinterhergekommen und habe oben wie immer meinen Schlüssel aus der Tasche genommen, die Tür aufgeschlossen. Und da stand der mir als sein Chef bekannte Kollege hinter der Tür und überall waren Leitern und Stühle und Schränke offen und Leute standen davor und guckten mich alle erschrocken an. Die Unterlagen in der Waschküche sind noch nicht gefunden. Aber dann wird klar, dass es sich nicht nur um Unterschlagungen und getürkte Dienstpläne handelt. Teske offenbart das Versteck. Er und seine Frau kommen in Untersuchungshaft. Und Teske selbst liefert den Kollegen das Material, um aus seinen ziellosen Handlungen der letzten Monate einen handfesten Fluchtplan zu konstruieren. Gibt es noch Dinge, die ich bisher verschwiegen habe? Ich habe die letzte Chance, alles darzulegen. Sie wollen mir nur helfen, aber das können Sie nur, wenn Sie alles wissen. Und da habe ich dann diese Verrats- und Fahnenfluchtabsichten genannt. Wissen Sie, wie Sie sich verhalten, wenn Ihnen der Strick droht? Die greifen nach dem Strohhalm und dann kommt ja noch das Katz-und-Maus-Spiel. Der Strohhalm wird Ihnen hingehalten, wieder weggezogen. Wobei natürlich die Ermittler hatten auch ein bestimmtes Interesse, da ein Motiv zusammenzubauen. Stiller war Mielkes Männern entwischt, aber nun haben sie dessen Kollegen fest im Griff. Auch Teskes Tochter wird ausgefragt. Der eine erzählt ihr was von Devisenvergehen, das kann es gar nicht sein, uns ging es gut. Und die andere sagt dann, mein Vater war ein schlechter Mensch, also damit wusste ich schon,
hier gibt es nichts, was der Wahrheit entsprechen könnte. Und da ich keinen nicht telefonieren und keinen sehen konnte von ihnen, habe ich dann auch gedacht, sag nichts, warte einfach. Die damals 15-jährige Tochter und ihre Mutter sehen sich 9 Monate lang nicht wieder. Und vom Familienvater erhalten beide nur noch Briefe. Beunruhigende Briefe. Das war er nicht. Das war ein völlig anderer Mensch, der mir da was geschrieben hat vom Inhalt. So Sachen hätte der nie geschrieben. Das hat sich auch später herausgestellt. Die Briefe, die an meine Tochter gegangen sind, die waren ähnlich verfasst, als ob ein Kind etwas zu Papier bringt. Wir hatten 10-jährigen Hochzeitstag, während wir in Hohenschönhausen waren. Da hat er mir einen Brief geschrieben, einen herzerreißenden Brief zum Hochzeitstag, als ob wir gleich jetzt unsere Sachen packen und die 10 roten Rosen holen wir nach und später. Wo ich dann gedacht habe, nee. Teske wird geplante Fahnenflucht vorgeworfen und die Absicht, Stasi-Agenten im Westen zu verraten. Der Verrat im Fall von Stiller oder Teske gehört für mich im Hinblick auf die Verantwortung, die er trug oder die beide trugen, nicht nur für die Quelle, sondern auch für die Familie, die Partner, die Angehörigen, die Kinder, gehört für mich in die unterste moralische Schublade, die man sich nur vorstellen kann. Ist aus meiner Sicht damals wie heute durch nichts, aber auch durch gar nichts zu entschuldigen. Die Anklage im Prozess ist eine Farce. Die wirre Sammlung von Unterlagen in der Waschküche wird als vollendete Spionage gewertet. Teskes Verteidiger versucht abzuschwächen. Es darf daher bei der Festlegung der Maßnahme der strafrechtlichen Verantwortlichkeit nicht übersehen werden, dass kein Material, keine einzige Unterlage in die Hand des Gegners gekommen ist. Doch das Ergebnis des Prozesses stand schon vor seinem Beginn fest. Der Staatsanwalt fordert die Todesstrafe. Ich beantrage, aus den von mir dargelegten Gründen, den Angeklagten wegen begangener, vollendeter und vorbereiteter Spionage im besonders schweren Fall, in Tateinheit mit Fahnenflucht im schweren Fall, zum Tode zu verurteilen. Der Angeklagte hat das letzte Wort. Ich bitte den Hohen Senat, bei seiner Urteilsfindung mir die Chance einzuräumen, eben noch einmal die Möglichkeit zu geben, ein Leben mir einzurichten, indem ich voll den gesellschaftlichen und gesetzlichen Normen der DDR entspreche. Werner Teske wird im Juni 1981 zum Tode verurteilt. Für einen Verrat, den er de facto nie begangen hat. Teskes Todesurteil wird das letzte in der DDR sein. Am 26. Juni bringt man ihn zur Hinrichtungsstätte nach Leipzig. Um dieselbe Zeit sorgt eine Kosmetikerin dafür, dass seine Frau nach einem Dreivierteljahr Haft nicht ganz so schlecht aussieht. Es wurde gesagt, also sie können den gemeinsamen Familiennamen Teske nicht mehr führen. Wir hatten eine neue Personalausweise, ich hatte einen neuen Führerschein. Also alles, was Teske war, war nicht mehr für mich relevant und auch nicht für meine Tochter. Alles, was sie im Leben so an Papieren brauchen, war geändert. Damit es im Prinzip gar keinen Hinweis gab, dass diese Familie überhaupt existent war. Die damals übliche Hinrichtungsmethode in Leipzig ist der unerwartete Nahschuss. Der Henker lauert hinter der Tür und schießt dem Delinquenten in den Nacken. Hinterher wird es heißen, Teske habe sich in der Zelle erhängt.
habe deshalb nicht geglaubt, dass er tot ist, weil er war kein mutiger Mensch. Also jede Krankheit, jeder Kratzer oder so, das hat ihm schon sehr wehgetan. Das hat er auch sehr ausgedehnt und ausgelebt. Und da konnte ich mir nicht vorstellen, dass so ein Mensch in der Zelle an irgendwelchen Balken sich aufhängen würde. Also es war mir so, das konnte ich mir einfach, das habe ich nie geglaubt. Und nachdem sie gesagt hat, sie hat auch nicht seine Leiche gesehen, war es für mich klar, der ist nicht tot. Frau und Tochter werden gezwungen, alle früheren Kontakte abzubrechen, Ostberlin zu verlassen und unter falschem Namen in der Nähe von Schwerin ein neues Leben zu beginnen. Dabei werden sie von Mielkes Männern akribisch überwacht und betreut. Das fängt schon beim Umzug an. Ich habe nicht ein Bild von der Wand genommen. Es haben Soldaten meine Wohnung eingepackt. Es haben Soldaten meine Wohnung in Schwerin ausgepackt. Die haben sie mir eingerichtet. Es kam auch immer zunächst alle 14 Tage jemand vorbei und hat aus Berlin hat gefragt, wie es mir geht und wie es meiner Tochter geht, welche Wünsche wir hätten, ob wir... Sie waren auch bereit, mir einen Mann zu suchen. Wenn jemand in der neuen Umgebung fragt, sollen sie sagen, der Ehemann und Vater sei bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Immer wenn wir irgendwo waren, da in der Ostsee, und ich habe da Männer am Strand gesehen, die meinem Vater erinnert haben, habe ich immer gedacht, vielleicht ist das vielleicht irgendwo, nach Jahren siehst du ihn doch mal wieder. Also ich habe die Hoffnung nie aufgegeben, dass er noch irgendwo sein könnte. Die Hinrichtung wird systematisch verschleiert. In den Unterlagen des Leipziger Krematoriums taucht Teske ein paar Tage später als namenlose Anatomieleiche auf. Sein Tod wird selbst in Geheimdienstkreisen tabuisiert. Und auch bis zur Urteilsverkündung und so weiter ist diese Sache überhaupt nicht publik geworden. Ist also absolut unter Geheimhaltung hat sich das alles weiter da entwickelt und von der Hinrichtung ganz zu schweigen, also darüber wurde überhaupt nicht informiert, sodass eigentlich dieses Grauen, das man da empfunden hätte, also gar nicht Besitz ergreifen konnte von den Mitarbeitern. Es ging an ihnen vorbei. Heute erinnert auf dem Leipziger Friedhof ein Stein an das letzte Hinrichtungsopfer der DDR. Und von Anfang an unserer Beziehung eigentlich hat er immer gesagt, ich werde mal also Politiker, ich werde eben Honecker ablösen und ich werde in die Geschichte der DDR eingehen. Also Honecker hat er nicht abgelöst, aber in die Geschichte der DDR ist er eingegangen.